Und herzlich willkommen zurück, LS15, Mordvorstellung Nummer 36. Ja, glaube ich schon, dass das stimmt. Und zwar, um was geht es heute? Ihr seht es schon vor uns, direkt vors Gesicht geballert, ein Fliegel, Drehschemmel, Anhänger, bla bla bla. Ja, woher habe ich denn? Ganz einfach, vor Bin Mods. Darauf kann man sich verlassen. Der erste Eindruck ist schon mal gut, ich habe den jetzt gerade gekauft. Ein Stück nach vorgefahren hier mit dem überdimensionierten Schlepper dafür. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das Ding mal unter die Lupe und checken mal rein. Also, Shop, so fangen wir immer an. Haben wir, genau, ich habe das ganze Pack runtergeladen, weil es gibt hier zwei Varianten. Sie unterscheiden sich gar nicht, aber ein optisches Merkmal gibt es sozusagen, was halt den Unterschied ausmacht. Eben, bei dem hier ist beim Unterfahrschutz so ein Fliegelbanner noch aufgebracht und bei dem hier eben nicht. Genau, das ist der Unterschied. Ihr seht das selbst, sonst verändert sich ja hier gar nichts. Okay, ja, wer das mit Fliegellogo mag, nimmt das mit Fliegellogo, der andere nimmt den normal. So, okay, 21.000 für einen Hänger mit 20.000 Liter Kapazität. Was haben wir hier? Wir haben mit 21.000 Liter Kapazität und der kostet mehr als das Doppelte. Klingt ja schon mal ganz gut. Ich meine, der ist sowieso überteuert, wenn man hier so vergleicht, ne? Aber ansonsten, ja. Haben wir jetzt vergleichbar. Wir schauen jetzt mal mit dem originalen Drehschemmel-Anhänger. Vergleichen wir das jetzt einfach mal mit dem Agroliner. Der hat 21.000 an Kapazität und kostet 24.000. Der andere hat 20.000 und kostet 21.000. So, das klingt jetzt verwirrend, ist es auch auf dem ersten Anschein nach. Aber gut, es ist ja jetzt ein Mod, so, und es geht ja nicht ums Vergleichen. Okay, benötigte Leistung 90 PS, ja, so ein Standardschlepper, was man auf jeder Karte hat, hat gleich mal deutlich mehr. Das ist gut. Fruchtarten, Weizen, Raps, Mais, Gerste, Häckselgut, Kartoffeln, Zuckerrüben, pardon, Silage, Hackschnitzel und Mist. Ich glaube, das ist korrekt. Es steht auch in der Beschreibung bei Forbidden Mods noch drinnen. Link wie immer auch in meiner Videobeschreibung. Und dann könnt ihr das euch ja durchlesen. So, hier ist eine Gelse lästig. Kapazität 20.000 Liter, ja, haben wir schon gesagt. Fliegel DK 180. Ja, sonst gibt es ja nicht zu viel zu sagen. Shop. Passt, ist okay, Shopbild, ja, ist so ein Standard-Ingame-Screenshot, das passt schon. So, jetzt kommt der optische Check und auf den freue ich mich immer besonders, weil hier wird dann wirklich klar, was kann das Ding tatsächlich, haha. Es ist ja cool, weil hier auch wenn es jetzt ein bisschen spärlich gemacht ist, aber es sind die Bremsschläuche auch hier, zumindest symbolisch mit dabei. Jetzt ist hier zwar Open End sozusagen, also keine Kupplung irgendwie dran, aber sie sind wenigstens fürs Auge vorhanden und das finde ich ja eigentlich ganz cool. Auch wenn sie hier schon ein bisschen halbherzig aussieht, noch dazu, weil das hier da in der Deichsel drinnen hängt. Schauen wir mal nachher im angekuppelten Zustand, wie das ist, beziehungsweise wie das dann aussieht. Okay, das ist von einem ausländischen Händler. Keine Ahnung, kann ich nicht die Sprache. Was ist das? Tschechisch? Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es sonst wer. Okay, ja, bei mir zuckt das Bild ein bisschen, wenn ich hier so schnell wechsle. Textur, LS15 Standard, würde ich jetzt mal sagen. Also nix, also ohne viel Schnickschnack, das passt schon. Das ist in Ordnung, das ist gut. Weil, was haben wir von hohen Texturen, wenn dann hier enorm die Performance gezwungen wird, sich niederzuknien sozusagen. Auch hinten das mit den Lichtern sieht gut aus, auch eben hier so, soll ich sagen, das ist einfach nur so eine Plane in Real und da wird das symbolisch dargestellt. Auch Unterlegkeile werden gesetzt, wenn man abkuppelt, das ist auch super und hier sind nochmal zusätzliche Anschlüsse für Hydraulik, Bremsleitung, whatever und noch ein Zugmaul. Oder halt eine Anhängevorrichtung. Zugmaul ist ja das nicht. Gut. Wird Zeit, dass wir oben mal reingucken. Haha,
Sehen wir viel. Ein Anhänger. Toll. Ja, hängen wir mal an und schauen wir mal, welche Funktion der noch mit sich bringt. Jetzt brauchen wir mal einen Hood. Einen Hood. So, mal Rückwärtsgang. Nicht zu schnell, Jacqueline. So, angekoppelt. Gut, die Schläuche stehen jetzt nicht irgendwo an der. Irgendwo ran, sage ich jetzt mal, wo sie vielleicht hingehören. Ich bin noch immer ziemlich klein, so wie es jetzt riecht. Ich bin ja 1,80, 1,90 groß, da darf ich schon groß sein. So wäre es ja. Nein. 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 Hallo? So wie es riecht. Ja, die Bremsschläuche stehen, die bewegen sich nicht großartig, also die bleiben hier von der Position unverändert. Das finde ich ein bisschen schade, obwohl es, wie gesagt, auf der anderen Seite ja schön ist, dass welche da sind, was man bei anderen Hängen ja nicht behaupten kann. Aber naja, gut. Plane schließen ist eigentlich die einzige zusätzliche Funktion, die wir haben. Und das funktioniert auch. Ist auch hier schön mit den Gummibändern dargestellt. Das kann man auch so lassen. Ja, wie gesagt, das wäre jetzt wieder meckern auf hohem Niveau, weil hier die Gummibänder reinstehen in der Bordwand. Das ist nicht ganz gleichmäßig gemacht. Das ist hier überall ein bisschen unterschiedlich. Gibt es eigentlich da so eine Aufrollautomatik? Das wäre geil. Schon wieder zu große Vorstellungen und Wünsche, ne? Ja, gut, wie gesagt, ich gucke ja schon wieder sehr genau hin, aber ich mache das gerne, weil ich finde, man sollte auch ruhig mal zwischen den Ritzen gucken, sozusagen. Aber gut, es funktioniert auch das mit der Plane auf und zu. Vom Fahrverhalten her dürfte er sich hoffentlich normal verhalten, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich, ja, der Hinterreifen schleift irgendwie ein bisschen zu schnell ein. Ansonsten passt das schon. Ich bin zwar kein Fan jetzt von den Drehschemel-Anhängern, weil ich kann mit der nicht rückwärts fahren. Wie seht ihr, das wandert bei mir gleich irgendwo hin. Ja, der Reifen blockiert sehr schnell, was ein bisschen schade ist. Aber das ist oft so bei Fahrzeugen. Ich weiß nicht, an was das liegt genau. Da bin ich zu wenig involviert jetzt dann, sage ich mal, vom Modding her. So, Logcheck. Da haben wir ihn gekauft. Fliegel DK, Fliegel DK180. Ja, drunter noch Screenshot-Eintrag. Also das passt. Log fehlerfrei, super gut. Jetzt müssen wir noch kurz Blinker links, Blinker rechts. Die sind aber schon grell. Und Warnblinkanlage. Das hau da pipi fein hin und Bremslicht passt. Rückfahrlicht gibt es keines, ist vielleicht ein halber Punkt Abzug, sage ich jetzt mal, wenn man das so jetzt dann betiteln darf. Aber es ist ein toller, schöner Hänger. Vor allem für Anfang sicher sehr, sehr gut, weil es ein kleiner Hänger ist. Man kann sich schnell mal zwei leisten, um auch mehr Volumen aufbringen zu können. Und ja, da kann ich nur sagen, schön und vielen Dank, dass der Mod hier released wurde auf Forbidden Mods. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und nicht vergessen, Videobeschreibung, da gibt es einen Download-Link und ihr dürft auch nicht übersehen, mir einen Daumen da zu lassen und um keine Mod-Vorstellungen, Let's Plays und sonstigen Blödsinn zu verpassen, einfach abonnieren. Wir hören uns das nächste Mal. In dem Sinne, ich bin raus, tschüss, ciao und bye bye.